Hallo und herzlich willkommen zurück auf Neros Spielstube bei einer Spielevorstellung von Closeout. Momentan eine Closed Beta. Und ja, das Spiel hat es echt in sich. Es macht übelst viel Laune, das kann ich euch nur sagen. Was muss man hier machen? Ja, also wir sind so in eine apokalyptische Zeit, ja, wo man halt entsprechend seine Fahrzeuge, wie ihr auch sehen könnt, selbst zusammenbauen könnt, so wie ihr das wollt. Ja, das geht nach Levels. Und je mehr Kämpfe man gemacht hat, umso bessere Bauteile bekommt man. Das sehen wir auf Umschalttaste. Das ist unsere Inventar. Und da seht ihr wirklich, wir haben all möglichen Quatsch, was wir hier an unserem Fahrzeug anbauen können. Die einzige Grenze, wo wirklich gesetzt sind, an die Anzahl der Bauteile. Das ist aber an den Level gebunden. Ja, je höher vom Level ist und so weiter man kommt, desto mehr Bauteile kann man auch dran bauen. Und dann, was die Geschütze angeht, ja, da ist man dann wirklich nur dran gebunden an die Stromversorgung. Das seht ihr ja unten im zweiten Kasten, habe ich hier einmal 2354 Power, das ist also meine Angriffsstärke, so wie ich so einkategoriert werde. Dann haben wir hier 938 Strukturpunkte, was mein Fahrzeug hat. 40 Bauteile insgesamt habe ich verbaut an diesem ganzen Karre. Und dann haben wir hier diese Stromzeichen und das ist das, was mir quasi meine, ja, was mich begrenzt tut von den Waffen her. Ja, also die Kleinteile zum Beispiel, wenn wir da sehen, die haben jetzt drei Strompunkte. 87 Strukturpunkte und 3 Strompunkte. Und das große Geschütz hier, die 76 mm Kanone, die hat 270 Strukturpunkte und hat aber 5 Strom. Ja, das macht schon was aus. Jetzt können wir sagen, okay, dann bauen wir halt viele kleine hin, statt so ein großes. Das ist natürlich jedem seins überlassen. Ja, das ist, man kann wirklich frei bauen, man kann die Teile wegnehmen, wie man möchte. Aber ja, man kann sie irgendwo anders hinbauen. Egal wie es aussieht, so zum Beispiel. Also, aber wirklich, es ist jedem selbst überlassen. Das ist halt richtig cool. So, das bauen wir hier wieder hin. Das bauen wir hin, als Reifenschutz. Ja. So, was kann man hier denn eigentlich noch so machen? Also, es gibt einmal die Möglichkeit, dass du PvP machen kannst, nur gegen Spieler kämpfen. Ich glaube, 6 gegen 6 war das, wenn ich mich nicht irre jetzt. Und du kannst PvE machen, ja, mit 4 Spielern zusammen. Dann hat man hier verschiedene Fraktionen. Diese Fraktionen sind dafür da, dass man halt entsprechend bessere Bauteile bekommt, besser modifiziert, stärker. Ja, wir gehen jetzt einfach mal hier drauf, jetzt sehen wir schon mal hier so eine Gatling. Ja, also das ist Wahnsinn. Raketenwerfer oder Granatwerfer, was es sein soll. Granatwerfer, genau. Und entsprechend hau das natürlich ja richtig rein, ja hier Flakgeschütz oder sowas, wie das aussieht, also das ist schon richtig heftig. Und natürlich mit mehr Power und weiß der Geier was alles, also, das ist schon richtig krass, was hier man alles machen kann. Am Anfang hat man nur halt diese billigen Sachen hier, wo man dann entsprechend dann bauen kann. Hier haben wir diese Schrottteile, die bekommen wir in ganz normale Matches, da bekommen wir 25 Stück pro Match. Also es ist relativ gut, das ist vor allem, das sind schnelle Runden, das sind wirklich schnelle Runden, das ist richtig geil. Und hier so eine kleine Häckselmaschine, wo dauerhaft läuft. Dafür brauchen wir natürlich wieder Sondermaterialien, die bekommen wir. Kupfer zum Beispiel bekommen wir aus Mission. Ja, das kann man sich auch noch aussuchen dann, was man machen möchte, wenn man auf Battle geht. Mission, das ist das PvE. Und Raids, das sind die PvE-Geschichten. Ah, da seht ihr hier unten schon, okay. Da bekommt man dann dieses Kupfergeschichte. Da muss man entweder Fahrzeug patrouillieren, also abfangen, zerstören, irgendwo was, irgendein gewisses Teil irgendwo hinbringen oder irgendwas erobern. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich, das variiert so ein kleines bisschen. Ja, das zu der Geschichte. Und ich würde einfach sagen, ich zeige euch jetzt mal, wie das im Spiel selber abläuft. So, einfach nur mal so kleine. Ah. Nee, das. Doch, wir gehen das ins Battle. Dass ihr mal seht, was überhaupt Sache ist. Weil ihr wollt ja auch mal ein Fight sehen. Die Kämpfe sind wirklich relativ schnell.
unkompliziert. Das ist das Coole. Ja, das ist unsere Flagge hier. Die müssen wir gucken, dass die Gegner die nicht unbedingt einnehmen, weil das Spiel nämlich auch vorbei. Jetzt müssen wir mal gucken, wo unsere ganzen Leute sind. Unten rechts haben wir eine kleine Minimap. Wer wo Hilfe gebrauchen kann. Ich höre es auch da unten schon ballern. Uhu! Hohoho! Bäm! Da geht was im Weg. Jawoll! Da haben sie einen ganz großen Fehler gemacht, die Jungs. Sind genau in Hornissen erst reingefahren. Ja, was du schon wieder vorhast. So, einer ist noch da. Also wirklich, wie man der Fahrt nicht baut, das ist eigentlich wirklich keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ja, wenn man das mit so Freunden zusammenspielt, das ist bestimmt richtig geil. Und es wird einfach nicht langweilig. Jawohl, eine Hupe gebaut. Es wird einfach wirklich nicht langweilig. Das ist so cool. Vor allem, das sind so schnelle Matches, wenn man wirklich wenig Zeit hat. Man kann trotzdem immer schön hier bam, bam, bam. Und dann war's das. Und vor allem, man kann es auch ohne Geld. Also klar, es gibt Indoor-Währung. Wow. Okay. Dieser Typ kann uns wirklich. Jawoll! Ich wurde zwar geopfert, aber wir haben gewonnen! Yeah! So, in 10 Sekunden würde jetzt direkt das nächste Match losgehen. Hier haben wir was wir so an Sticker bekommen haben. Also als Belohnung. Hier haben wir 32 Metall bekommen und wir haben einen Motor bekommen. Ja. So, das ist die nächste Karte. Das ist unsere Base. Ja, genau. Gegnerische Base, unsere Base. Und ich würde sagen, dann machen wir jetzt gerade mal ein schnelles Match. Also, der hat jetzt schon zwei Raketenwerfer oder Granatwerfer auf dem Dach gehabt. Und das war jetzt schon ein richtig böser Gegner. Also, wenn er das richtig clever angestellt hätte, hätte er uns doch locker noch auseinandernehmen können. Also, das ist jetzt leider ein bisschen schlecht. Aber egal, so ist es halt. Wow. Es gibt schon richtig gute. Wow. Haben sie es mit Matschreiben so. Wow, mit Matschreiben haben sie es cool gemacht. Haben sie grafisch verbessert. Sieht das hier cool aus. So, wir wollen jetzt mal die Base übernehmen. In Hoffnung, dass das keiner sieht. So, genau, das ist der weiße Kreis, den dürfen wir auf keinen Fall verlassen. Wow, und hat. Wow! Das war ein ganz großer Fehler. Also, wow! Okay, das war's. Also, man muss einfach nur so rumkämpfen. Alter, was ist das für eine, ey? Ja, gut, das ist schon vom Level schon ein bisschen höher. Jetzt können wir natürlich bei den anderen gucken, was die so Schönes gebaut haben hier. Oh, das sieht aber auch nice aus. Cool, egal. Gewonnen ist gewonnen. So, jetzt gehen wir wieder zur Garage zurück. Sehr schön. Yes, danke. So, Level up. Cool, wir haben zwei Rentors bekommen. Also bei nach jedem Level bekommen wir auch Bauteile. Das finde ich halt auch richtig cool. Das ist halt. Ja, so kriegt man auf jeden Fall. Oh, Twin Slope. 22 Strukturen, sehr schön. So können wir unser Fahrzeug ein bisschen aufpeppeln. Ja, aber jetzt gucken wir.
Was für Bauteile mit jeweils 50 Struktur zum Beispiel. Dieses Teil hier hat 51 Struktur. Dieser Bullenfänger hat auch 51 Struktur. Das ist die Frage, was nehmen wir weg? Gar nichts. Ich glaube, das würden wir dann beim neuen Fahrzeug machen. Ja. Da könnte man zum Beispiel beim neuen Fahrzeug. Rear Door, cool. 48 Strukturen. Ja, also wirklich, da kann man wirklich dann jetzt anfangen und denken, boah, ja, was bauen wir jetzt hier zusammen, ne? Ist Hammer, absolut Hammer das Spiel. Ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Soll Free-to-Play werden. Es gibt ja hier diese Indoor-Währung, ja, wo man sich selber dann kaufen kann. Muss man nicht, kann man, wenn man möchte. Das ist halt jedem selbst überlassen. Cool. Ja, okay, das war so eigentlich so ein bisschen die Vorstellung vom Spiel. Hier oben die Reihe, das ist halt hier natürlich Indoor-Markt, ja, wo die Spieler Sachen selber verkaufen können. Dann ist das hier mein Inventar, meine Garage. Dann kann man hier noch fertige Fahrzeuge kaufen für jeden, der Bock drauf hat. Dann kann man hier Fahrzeuge testen von anderen Spielern. Da sind wir zum Beispiel, okay, der zum Beispiel, den könnte ich jetzt gar nicht nachbauen, weil der 55 Strukturen hat und ich bin ja erst gerade bei 40. Aber wir können den Test fahren. Und das ist halt richtig geil noch. Da kann man wirklich auch seine Fahrzeuge, wo man baut, kann man Test fahren. Ja, übel. Das ist ja übel mit Raketenwerfer. Krasser Scheiß. Okay, das ist natürlich heftig. Kann man so ein bisschen Geländefähigkeit testen von dem Fahrzeug. Nehmen wir mal so ein paar Rampen ausprobieren. Oder man kann auf O oder N, das seht ihr oben rechts. Escape ist für rausgehen, O ist für mal ein paar Gegner spawnen lassen. Und jetzt warten wir ganz kurz und dann tauchen sie auch schon auf. Da sind sie schon. Wow, übel. Komm her. Also der hat es echt übel drauf, muss ich sagen. Komm her. Oh, das ist ja Wahnsinn, was der aushält. Das ist ja krass. Kann wirklich auch wirklich mit dem Maschinenguns einfach die Reifen wegschießen, dass er sich überhaupt hier bewegen kann. Ja, der kann noch so stark sein. Wenn er sich nicht bewegen kann, hat er keine Chance. Das ist halt richtig, richtig Hammer. Woohoo! Gut, das war das dann im Test. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen kleinen Einblick verschafft in dem, was so alles möglich ist. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sagt, aber das habe ich nicht kapiert oder das, ihr könnt das nochmal zeigen. Ich bin jederzeit bereit, nochmal ein Video zu machen und wirklich, um auf eure Fragen einzugehen. Das ist überhaupt kein Problem, weil das Spiel ist affengeil. Sobald das Ding komplett draußen ist, wird es auf jeden Fall ein Gameplay draus werden. Dass man wirklich sieht, was so alles möglich ist. Und bis dahin, lasst gerne Kommentare da. Bis dann, ich bin euer Nero. Ciao.